Herzlich willkommen bei Wurzelheimat mit meinen Kollegen Otto Altmann und Manfred Johann Lorenz. Wir haben ein heutiges Thema, das sehr wichtig ist: Klänge für die Seele. Und dazu haben wir wundervolle Gäste. Wir haben Martin Zelz, Alfons Hasenknopf und per Zoom zugeschaltet unseren Special Gast Rasmus Gaub Berghausen. Hallo. Klänge für die Seele. Alfons, wir haben heute die Bayerischen. Alle, die hier sitzen, wenn wir die mit dazu nehmen, weil du bist am Rande, sind wir alle ziemlich bayerisch verwurzelt. Ja. Musiker, die alle in Mundart spielen und ihre Seele damit Ausdruck verleihen. Alfons, du bist in der Nähe aufgewachsen in Altötting, lebst jetzt, glaube ich, in Neuötting, wobei wir eigentlich jedes Gleiche passt. Genau. Wir hören uns gleich an. Denkst du denn, dass diese Mundart, du hast ja auch überlegt, wie du später, wenn du Musik spielst, doch auf Mundart zurückgreifst, weil man denkt mir am Anfang ja immer, ja, die habt hier ein begrenztes Publikum, die mich vielleicht verstehen. Mhm. Aber muss man denn bei der Musik tatsächlich jedes Wort verstehen oder geht es darum, was da an Schwingung, was da an Gefühl mittransportiert wird? Wie sagst du das? In den meisten Fällen geht es darum, was mittransportiert wird, weil wenn du überlegst, wie viele Leute kennen nicht Englisch und hören sie aber englische Musik und fühlen sich da einfach wohl oder wow, das Lied berührt mich und wissen aber gar nicht so richtig, was da eigentlich inhaltlich gesagt worden ist. Also im Grunde genommen ist die Herzenssprache die Sprache, die die Musik eigentlich dann eben auch transportiert und dann rausbringt und auch zu den Leuten bringt. Also wir waren ja auch schon in Norddeutschland oder so, die Leute haben schon gesagt, sie verstehen uns jetzt so nicht alles, aber es kommt halt das rüber, was halt rüberkommen soll und das ist halt das Gefühl und ich glaube, das ist eh das Wichtigste, was wir Musiker transportieren sollten und auch dürfen, das ist einfach schön. Wir haben ja eine Zeit der Krise, Menschen sind ein bisschen verwirrt, verunsichert, über die Medien läuft viel Themen, die vielleicht Angst machen und nicht direkt Orientierung geben können, weiß man so richtig, wie er soll sich verhalten, soll er sich wegsperren, soll er nicht wegsperren. Ja, ja. Wir sind wieder auf uns zurückgeworfen, auf uns selber und glaube, deine Lieder, die du magst, weil du hast ja auch nicht unbedingt eine leichte Kindheit gehabt und auch mit viel Schmerz und Leid, sage ich mal, durch Phasen durchgemessen in deinem Leben, die auch prägend mit Sicherheit waren, die vielleicht auch deswegen prägend waren, weil man dann vielleicht auch sich wieder mehr zurückzieht und dann auch im Inneren entdeckt, da ist noch mehr draus, als wie das, was mich da draußen vielleicht verletzt hat, aber was auch mit zukommt. Mhm. Was waren denn deine ersten Lieder, was du gespannt hast? Aha, du hast am Anfang ja für dich allein was gemacht, okay, ich spiele jetzt einmal für mich. Mhm. Und dann hast du ja spannend, aha, das scheint ja andere Menschen auch zu interessieren, was ich da mache. Also das erste Mundart, also richtig für mich selber, wo ich praktisch mein Leben eigentlich so ein bisschen aufschreiben wollte, unabhängig davon, ob ich damit auf die Bühne gehe oder nicht, das war 2005, da war ich auf einer Hütte im Bayerischen Wald, vier Wochen war eingeschneit und habe diese Erfahrung gemacht mit mir selber zum Sein, ohne Kontakt zur Außenwelt, vier Wochen lang, das war schon extrem, also wirklich eine extreme Erfahrung, die ganz tief gegangen ist, du blärst halt, da bist du wirklich ein paar Tage am Tränzen, du tränst da alles raus, weil da kommt auch alles daher, was so war und das war so interessant, weil danach dieses, was ich dann gelöst habe praktisch, das ist dann in musikalischer Form dann wieder aus mir rauskommen und das war halt so schön. Nach wie vor war nicht der Gedanke, da eine CD zu machen oder mit den Liedern auf die Welt, also auf die Reise zu gehen oder sowas, sondern nur mal für mich. Aber dann kommst du natürlich heim und hast die Lieder im Sackerl, weil du das aufgenommen hast dann auf der Hütte und spielst das natürlich Familie, Freunde vor und die haben dann alle gesagt, wow, hey, du musst auf die Bühne damit und ja. Ja, weil du hast ja gesagt, du bist ja in der Hütte natürlich erst einmal einen Tag brauchst, bis du überhaupt ankommst, bis du einmal organisiert hast, am zweiten Tag noch ein bisschen runtergekommen. Genau. Dann hast du auch Spaziergänge gemacht, auf Nacht den Sternenhimmel angeschaut und so weiter. Da sind natürlich dann Lieder entstanden. Hast du gesagt, okay, ich lasse mich einfach fallen, ich löse mich und lasse das in mir reinkommen. Genau.
dass das einmal arbeiten kann. Ja. Da sind ja, wie gesagt, wunderschöne Stickel passiert und ja. Ich habe ja auch ein bisschen verfolgt da deinen Auftritt damals in Zirkus Krone. Ja. Da gibt's eine Aufzeichnung davon. Und wenn man sich dann eben als Künstler dort auf dieser Bühne steht und diese Reaktion von den Leuten sieht, wie geht's denn da? Das ist machtig. Das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Das ist ein unbändiges Gefühl, wobei eben die Stimmung auch, und das hat auch die Chefin vom Kronebau gesagt, und das hat es noch nie so gegeben im Zirkus Krone, so eine Stimmung. Und deswegen haben die auch dieses einprägsame Beutel, wo sie praktisch alle Leute händisch verbunden haben, mitgesungen haben oder sowas, haben die auf die neue Homepage als Opener praktisch drauf da. Und das ist natürlich schon sehr schön gewesen, weil das zeigt halt einfach was Energie macht, was wirklich so, wenn man sie rausgibt, authentisch mit der Freude, die du hast und auch so auf die Bühne gehst. Und wir waren ja wirklich so, das war für uns wie, keine Ahnung, 100 Jahre Weihnachten auf einmal. Also da drum zum Stehen und die ganzen Leute und so Orchester dabei und. Also. Und das hat sich durchgezogen, durch alle Leute. Also da hat sich keiner irgendwie erwehren können, das war so schön. Ja, ich habe die Szene noch im Kopf, wo du stehst und sagst, jetzt nehmt euch bitte, ob ihr euch kennst oder nicht, den linken, ja. Den rechten in die Hand und, genau. Ja. Und dann spielen wir los und dann gehen, ja, wir ins Gefühl rein. Ja. Und da sieht man auch, für das Lied, glaube ich, hat man dann auch kein barbarisch nicht verstehen müssen. Das war ja, genau. Selbstverständlich, was da rumkommt. Ja. Ja. Ein Künstler hat ein Künstler eine Aufgabe, dass er etwas transportiert, das man mit dem Verstand nicht transportieren kann? Sehe ich schon so, dann ist er Künstler. Also in der Form alles, was halt, es gibt so viele Musikarten und so viele, naja, Mainstream-Sachen oder sowas, wo ich sage, mein gut, da ist ein Spaßfaktor vielleicht dahinter, der die Leute auch gut tut, aber ein Künstler, glaube ich, denkt schon viel tiefer rein in das, was er macht und warum er es macht, und so schöner ist natürlich eben auch für den Künstler, wenn er dann merkt, dass das, was er macht, dann eben auch dementsprechend bei den Leuten ankommt oder die Leute berührt oder die Leute mitnimmt oder halt einfach irgendwas auslöst dadurch oder so. Das ist das Schöne. Genau, und eben, dass wir die Sendung haben, Klänge für die Seele, ja. Können wir das zwar theoretisch immer alles abklauen, zusammenklauen, ja. und herrichten. Auf Hochdeutsch, wir können noch länger darüber diskutieren. Aber wir wollen natürlich jetzt das einmal auch hören von dir. Du hast ja was mitgebracht, deine Gitarre hast du dabei, ja. Du hast auch deine Mundharmonika mit dabei. Fotsobi, ja. Genau. Und wollen wir mal schauen, was dieser Fotsobi da so rausbringt, oder aus dir, ja. Oder du aus ihm, oder? Schauen wir mal, was er tut, der Fotsobi. Ich habe einen Jodler mitgebracht, weil, okay, das für mich eigentlich so die schönste Ausdruckssprache ist. Also ein Jodler ist einfach nur, das ist die Seele der Töne, sage ich jetzt halt immer, weil der geht halt einfach viel tiefer. Das können Worte nicht beschreiben, was ein Jodler beschreiben kann. Okay. Und deswegen, der ist auch aus dieser Zeit, aus diesen 4 Wochen von 2005, wo ich auf der Hütte war, ist praktisch am letzten Abend entstanden. Und das ist für mich eines der schönsten Geschenke, seitdem ich Musik mache, ist dieser Jodler, der mir da reingefahren ist, sprichwörtlich am Abend. Daheim gehen wir Jodler. Okay. Hui di eru.
Ja, danke. Da sieht man auch, dass man ohne Worte auch was ausdrücken kann. Jo. Aus dem Herz. Ja, gerne. Danke. Puh. Schwer zu moderieren. Otto, du bist auch schon nah am Wasser. Aber diese Emotionen, die man aus dem Herz rausholt, um einmal ein bisschen einen Schwenk zu machen, Alfons. Ja. Kommen wir zu unserem Rasmus Berghausen. Denn das, was jetzt der Alfons gerade aus seinem Herz rausgeholt hat, das machst ja du mit was anderem. Und das werden wir dann auch jetzt gleich vielleicht einmal live erleben, was da alles für Möglichkeiten gibt, das auch für einen Heilvorgang ganz gut wäre. Aber zuerst einmal zu dir. Du bist ja in Altach in Österreich zu Hause, bist hier bei Zoom zugeschaltet und eigentlich Agraringenieur, Landschaftsplanung, Chemiker, wie du immer so sagst. Wie kommt ein Chemiker, ein Naturwissenschaftler dazu, sich ja mit dem erweiterten Sinne, mit Frequenzen, mit Klängen, mit Herzmusik auseinanderzusetzen? Ja, also das ist ein, sagen wir so, ein sehr ein lustiger Weg einfach. Ich wollte in meiner Jugend immer Greenpeace-Aktivist werden, habe dann in Wien Ökologie studiert, Landschaftsplanung, bin dann natürlich über Schauberger, über die ganze Thematik Wasser gestoßen, habe dann das Labor von Dr. Masaru Emoto eröffnet 2004. Um es ganz kurz zu machen, ich hatte das ganz große Problem, dass ich nicht von allen Menschen schöne Wasserkristalle machen konnte. Also jetzt setze ich mal voraus, dass ihr einfach die Arbeit von Emoto kennt. Das ist eben dieser Japaner, der dieses Buch Die Botschaft des Wassers geschrieben hat. Das wurde ein Bestseller in 47 Sprachen übersetzt und ich war sein Laborleiter. Und wenn man mit Wasser arbeitet und nicht nur in der Chemie hängen bleibt, obwohl ich in der Chemie ja auch schon mit Schwingung gearbeitet habe, weil da habe ich mit radioaktiv markierten Substanzen gearbeitet, das ist ja auch schon Schwingung. Und also so ziemlich das Genaueste, was es in der Wasserchemie gibt. Dann wollte ich damals, habe ich dann von Emoto gehört. Ich habe mir erst gedacht, das ist ein ziemlicher Blödsinn. Er hat mich dennoch nach Japan eingeladen und dann durfte ich sehen, dass die Ergebnisse, die Arbeit nicht so einfach ist, wie er sie sozusagen vermittelt hat. Aber wenn ich Schwingung ans Wasser appliziere, harmonische Schwingungen, bekomme ich sehr schnell harmonische Bilder. Und am einfachsten, harmonische Schwingung zu generieren, ist natürlich mit Musik. Weil wie machst du eine harmonische Ultraschallschwingung? Ich habe viel mit Ultraschall gearbeitet zum Beispiel. Das höre ich aber nicht. Und jetzt ist es aber so, dass wir im Frequenzbereich des Hörens eigentlich am einfachsten sozusagen die Qualität einer Schwingung wahrnehmen können, ohne jegliches Gerät. Weil wir einfach, entweder zieht sonst eine Gänsehaut auf, dein Motor hat immer vom Gänsehauteffekt gesprochen, da brauche ich gar kein Wissenschaftler sein, oder es stört mich fürchterlich. Und jetzt habe ich dann viele Jahre Körperflüssigkeiten untersucht, Fruchtwässer von schwangeren Frauen oder was es halt so gibt, Blut und Speichel und so weiter. Und da sieht man eben in der Struktur, es ist zwar in der allgemeinen Wissenschaft nicht anerkannt, aber dennoch gibt es viele, viele Forscher weltweit, die damit arbeiten, auch in Russland. Ich war ja viele Jahre in Russland. Und wenn ich jetzt eine Körperflüssigkeit anschaue, zum Beispiel vor und nach diesem schönen Lied, dann kann man sehen, wie sich der Speichel unter dem Mikroskop ändert. Das ist einfach so. Da hat schon der Rudolf Steiner davon gesprochen. Und ich kann nur jedem, der sagt, das ist ein Blödsinn, empfehlen, kauft euch ein Mikroskop und schaut's durch. Weil ich wollte es ja auch nicht glauben. Und so kommt man halt zur Schwingung. Und beim Emoto hatte ich halt das Problem, dass nicht die Versuche so einfach waren. Aber wenn ich Wasser, sozusagen Musik, dem Wasser, also Musik vorgespielt habe, dann konnte ich diese Untersuchungen nachvollziehen, die er gemacht hat. Und das hat mich wahnsinnig berührt und begeistert. Dann hatte ich aber auch das Problem, dass wir natürlich schauten, wie haben die Menschen das Wasser beeinflusst. Und dann war für mich das Interessante, dass wenn wir in den Kopf gehen, fokussieren, denken, mit dem Ratio etwas wollen, dann verändern wir eigentlich fast gar nichts. Weil der Kopf ein Ausschluss, also das ist jetzt alles sehr kurz gefasst, der Kopf trennt mich vom Mitmenschen und das Herz verbindet die Menschen. Und das ist jetzt, das klingt vielleicht immer so sehr esoterisch, aber das ist nicht esoterisch, es ist einfach reine Physik. Dein Herz macht ein Magnetfeld, das 2000-mal stärker ist als dein Hirn. Das heißt, die Herzen der Menschen verbinden sich 2000-mal schneller als das Hirn. Das Hirn sagt, du bist ein Bayer und ich bin ein Vorarlberger. Und dann kommen die ganzen Vorurteile von mir aus oder vielleicht ein, keine Ahnung, totaler Blödsinn. Aber die Herzen verbinden. Und das ist Physik. Und wenn ich jetzt diese Herzschwingung nehme, die immer variabel ist, weil das ist auch ganz wichtig. Das haben wir jetzt so schön gehört bei diesem Stück.
er singt ja nicht denselben Ton die ganze Zeit. Wenn es dasselbe Ton wäre, wäre es ein Sinuston, was jetzt irgendein Gerät produziert und es würden alle davonlaufen. Weil in der Natur ist es eben so, es gibt nicht zwei Schwingungen, die gleich sind. Die variieren immer, wie dein Herzschlag, ist immer variabel. Wir wissen, dass 90% unserer Gedanken repetitiv sind. Das heißt, unsere Gedanken sind furchtbar eingeschränkt. Aber das Herz ist nicht eingeschränkt. Es ist immer lebendig und variiert im Schwingungsspektrum. Und wenn ich jetzt dieses Schwingungsspektrum des Herzens nehme und die in den Klang umrechne und diesen Klang wiederum ans Wasser zurückspiele, kann ich unglaublich schöne Ergebnisse im Labor erzielen. Und so fing ich eben an. Natürlich mit Musik haben wir viele Untersuchungen gemacht. Ich habe so ziemlich jede Musik unter Richtung untersucht, von Blues, Rock, Jazz, klassisch, südamerikanische Panflötenmusik, indische Musik, unglaublich reich. Das ist aber am wichtigsten, so wie ihr vorhin schon gesagt habt, ist natürlich, dass die Musik harmonisch ist. Und es ist nicht so sehr der Inhalt, sondern mehr eigentlich dieses gesamte Gefühl und diese ganze Schwingungsspektrum, das einfach berührt. Und es berührt, um noch ganz wichtig dazu zu fügen, wir glauben immer, die Musik gefällt uns jetzt vom Intellekt. Ich sage immer, der Intellekt gibt seinen Senf dazu. Und weil du kannst eine schöne Musik aus Indien auch hören, du verstehst sie vielleicht nicht oder ich verstehe sie auch nicht, aber wie heißt das? Das ist ein Gefühl. Und das Entscheidende ist, es ist dein Körper, was das darauf reagiert. Nicht das Hirn. Das Hirn gibt nachher sozusagen seinen Kommentar dazu. Und das kann man wissenschaftlich untersuchen. Das kann man am einfachsten mit Tieren untersuchen. Ein Tier versteht nicht, was wir jetzt da erklären versuchen. Aber ein Tier reagiert sofort darauf. Und das kannst du mit Pflanzen machen. Und das ist natürlich wissenschaftlich, weil wissenschaftlich heißt ja Wissen schaffen. Und wir sind ja 2/3 Wasser. Und da mache ich diese ganze seltsame Arbeit. Ganz kurz. Ja, danke. Du, das war ja schon sehr gut zusammengefasst, was du da machst. Und da sieht man, dass diese Schwingung, dass dieses tatsächlich wissenschaftlich belegt werden kann, was diese Klänge, was dieser Ton mit uns macht, dass wir das ganz anders aufnehmen, wie wir dachten. Nicht mit dem Kopf, sondern mit dem ganzen Körper. 75%, hast du gesagt, bestehen wir aus Wasser und das schwingt dann und übernimmt diese Information. Aber du hast ja eine, ja, sage ich mal, Methode erfunden, die Herzratenvariabilität, das kann ich gar nicht aussprechen, HRV. Was ist das genau? Entschuldigung. Also Herzratenvariabilität oder Herzschlagvariabilität, es ist einfach so, das ist ein Wissen, das ist sehr, sehr alt, das weiß man, also die Chinesen wissen das schon seit knapp 2000 Jahren. Das ist einfach so, dass dein Herz nie gleichmäßig schlägt. Das hat nichts mit Herzrhythmusstörungen oder irgendwelchen Krankheiten zu tun, sondern man kann es mit der Lebendigkeit des Herzschlages vergleichen. Das heißt, wenn ich jetzt den Zeitabstand von einem Herzschlag zum nächsten und dann den nächsten zum übernächsten messe, kann ich immer messen, wie schnell ist der Puls. Man glauben wir, der Puls ist immer gleich schnell. Geht ein bisschen rauf, wenn wir, keine Ahnung, aktiv sind, geht wieder runter, wenn wir langsam sind. Aber es geht nicht um die Schnelligkeit, sondern es geht um den Unterschied. Das heißt, ein Herzschlag zum nächsten braucht vielleicht 700 Millisekunden, der nächste 820, der nächste 950 und so variiert der. Und je variabler dieser Herzschlag ist, desto anpassungsfähiger bist du zum Stress. Desto schneller kannst du, wenn jetzt irgendeine Belastung auftritt, sei es eine Verkühlung oder eine körperliche Beanspruchung oder was auch immer, schweres Essen, ganz egal was, je variabler der Herzschlag ist, desto besser kannst du das abpuffern. Man kann das vergleichen wie mit einer Pflanze. Wenn eine Pflanze total flexibel ist, jung ist, dann kommt der Sturm, legt sie sich von mir aus auf den Boden, ist der Sturm vorbei, dann steht sie wieder auf und es ist nichts passiert. Wenn du aber ein knorriger, alter Baum bist, dann kannst du 1000 Jahre von mir aus im Wald stehen, es darf nur kein Sturm kommen, weil wenn der Sturm kommt, dann kannst du dich nicht anpassen und er bricht. Das ist die Variabilität. Und diese Variabilität ist nicht unbedingt altersabhängig. Du kannst 70 Jahre alt sein und eine Wahnsinnsvariabilität haben. Du kannst 30 sein und schon den ersten Herzinfarkt haben. Weil je geringer die Variabilität ist, desto schlechter ist es für uns Menschen. Und das ist die Herzratenvariabilität. Ja. Ja, du hast ja in deiner Arbeit, du sprichst ja vom Sound of Soul. Aha. Ja, das ist also, was ist die Seele? Da können wir jetzt natürlich esoterisch irgendwie ausholen. Für mich, ich bin zwar aus dem Verein hier ausgetreten, der sozusagen der Religiöse, aber wie auch immer, für mich ist die Seele ist die Verbindung meiner selbst zur Lebendigkeit. Ich bin ja ein Kind der Natur und etwas verbindet mich ja mit der Natur. Und das ist für mich die Seele. Also das ist so, wie es da drum habe ich Sound of Soul genommen. Und jetzt ist es so, wenn man in die Physik geht, ganz einfache Beschreibung. Wenn du eine Stimmgabel anschlägst und eine zweite Stimmgabel hast, dann schwingt die ja mit.
dann schwingt die von selber an. Das ist ein Resonanzphänomen. Und jetzt können wir uns selber wie eine Stimmgabel betrachten. Das heißt, wenn wir so ein schönes Lied hören wie vorher, da schwingt eine Stimmgabel und wir schwingen sofort mit. Das heißt, für mich ist, ich habe Sound of Soul genannt, weil wir ein offenes System sind. Das Einzige, was uns abblockt, ist unser Denken, unsere Konditionierung. Aber unser ganzes Herz, unser ganzes Wesen, unser Wasser vor allem, ist ein offenes System und wir reagieren darauf. Und Sound of Soul halt deshalb, weil das die Sound, das steht halt für Schwingung, dass wir einfach in Verbindung sind mit allem, was uns umgibt. Also das, darum habe ich das so genannt. Das muss ich jetzt nicht gleich was sagen. Ja, bitte. Schwingung, Wasser, Rasmus. weil wir ja 70% aus Wasser sind und wenn die Schwingung passt, dann ist ja meine oberste Auslaufstelle meine Augen. Also das heißt, wenn die Schwingung so ist, dann läuft mir das Wasser bei den Augen raus. Das habe ich noch nie gehört, dieser Ansatz, aber das ist super. Otto, da, genau, schwarze getroffen. Sehr gut, ganz genau. Es gibt im Sufismus den Satz, wahre Erkenntnis geht durch die Träne. Ah, wenn du wirklich was berührt, das heißt jetzt nicht irgendwie rumjammern oder so, aber wenn dich wirklich was berührt, dann ist das einfach eine Emotion, eine Bewegung und drückt sich in der Träne aus. Also das ist ganz sicher richtig. Um jetzt gleich in Tränen auszubrechen, machen wir einen kurzen Schwenk nochmal, Rasmus. Du kannst ja vorbereiten. Wir wollen ja von dir dann nochmal das Ganze live hören, wie dein Herz, welche Musik das erzeugt. Aber zuvor möchte ich natürlich zu unserem Martin kommen. Servus. Servus, Martin. Genau. Martin, du bist ja auch ein waschechter Niederbayer, bist zwar jetzt nicht mehr in Niederbayern, da bist du ein bisschen hier ausgebüxt zwischen, ja. Ich lebe in Österreich. Nee, in Österreich, irgendwo in der Nähe von Wien und Linz. Zwischen Linz und Wien, ja. An der Donau, also genau. Die Donau habe ich beibehalten. Einen guten Platz ausgesucht und sag, ich habe mir einen Wohnwagen gesucht. Nein, ein Waggon, ja. Ich habe einen Waggon mir bauen lassen von einer in Österreich ansässigen ganz, ganz tollen Firma, für die ich jetzt hier keine Werbung mache, aber... die baut tatsächlich für ihre Kunden ganz nach ihren Bedürfnissen solche kleinen 33 Quadratmeter Häuser auf Rädern. Und diesen Traum habe ich mir erfüllt. Ende 40 war ich, als ich gesagt habe, Mensch, irgendwas, wenn du das jetzt nicht machst, machst du es nicht mehr. Und bin aus Deutschland weg, bin nach Österreich, das ist ein Land, das ich einfach sehr liebe und wo ich schon sehr viel Zeit verbracht habe und habe mich dort niedergelassen und schreibe dort jetzt meine Bücher und meine Musik. Ja, du hast ja Musik studiert, du hast ja als Musiker, als Komponist, als Autor, du hast ja ein Buch geschrieben und du warst ja irgendwie, was ich, Leitung im Theater Pfütze in Nürnberg. Ja, ich habe 20 Jahre in einem oder an einem Theater für Kinder und Erwachsene in Nürnberg gearbeitet, Theater Pfütze heißt es, und habe das teilweise auch geleitet. Und was mir gut gefallen hat von dir auf deiner Homepage und was wir gesprochen haben, weil du sagst, der Spruch ist zwar nicht direkt von dir, aber sagt, der passt auch genau zu dir, weil du sagst, die Musiker oder die Künstler, Komponisten, Musiker, würde ich es ein bisschen erweitern, sagen, das sind sowas ähnliches wie Architekten des Himmels. Ja. Haben wir vorher, glaube ich, gerade gespürt bei dir, Alfons, dass da hier irgendwas durchkommt, das was miteinander verbindet und was eigentlich so nicht, sage ich mal, sichtbar werden kann, aber was man schon spürt. Also ich glaube, man sagt den Leuten, die Theater machen, nach, wenn man im Theater ist, spürt man, was es heißt, ein Mensch zu sein. Die ganze irdische Komponente. Und ich habe immer das Gefühl, wenn es dann um die Musik geht und idealerweise für mich natürlich um auch die Verbindung der beiden Sachen, das war immer mein Leben, wenn es um die Musik geht, ist für mich unglaublich viel noch der Himmel mit dabei. Und ob wir die Architekten des Himmels sind, wir Musiker, weiß ich nicht genau, aber in jedem Fall ist das, was durch uns hierher kommt, nicht nur eine Sache der Erde. Da ist ja Botschafter des Himmels, ja, vielleicht noch besser. Ja, vielleicht so. Ich tue mir schwer, es noch weiter auszubauen. Ich glaube, das Wort, die Musiker sind die Architekten des Himmels, ist mir fast schon wie eins, da muss ich fast schon einen Punkt machen, weil ich es gar nicht erklären kann. Genau. Und ich spür's natürlich sofort, wenn ich jemand wie den Alfons her oder wenn ich selber spielen darf. Eben, da haben wir jetzt genau beim Punkt. Wir haben jetzt wieder in der Theorie, jetzt wollen wir natürlich wieder in die Praxis reingehen, weil das, was wir im Kopf nicht verstehen, das wollen wir natürlich jetzt im Gefühl haben. Und du hast eine tolle Maschine mitgebracht. Ja. Das ist jetzt kein UFO für die Zuseher, die das noch nicht kennen, sondern es ist ein relativ neuartiges Musikinstrument. Ja, das ist die Handpan. Von Schweizern entwickelt, die es Hang genannt haben. Und es gibt es jetzt schon ein bisschen.
aber noch keine 20 Jahre, glaube ich, oder um die 20 Jahre, vielleicht täusche ich mich, möge man mich berichtigen. Und es ist ein Instrument, das von den Steel Drums mit herrührt, ein Percussion-Instrument, aber auch ein melodisches. Und manche nennen es auch den singenden Wok. und so ist die Schweizer, die Erfinder Hang nennen, wurde es später Handpan, die Handpfanne genannt. Genau, und ja, schauen wir mal, ob was für ein Herzrhythmus aus dieser Handpfanne kommt. Und ganz ein neues Sang- und Klangerlebnis. Mhm. Und bitte. Ja, ich sag nur kurz dazu, es heißt Alte Märchen und hat was natürlich mit dem kleinen Kind zu tun, das jeder von uns so mit sich hat, den kleinen Jungen, das kleine Mädel. Und die Liebe zu den Märchen und häufig natürlich in dieser Zeit, in der ich vieles versuche, in meinen Liedern bayerisch mir von der Seele zu schreiben, natürlich auch damit zu tun hat, dass man manchmal das Gefühl hat, man hätte einem die alten Märchen genommen. Und wo sind denn die neuen? Und wie kommen wir denn zurecht mit der ganzen Unordnung? Ich finde, Musik ist auch ein super Mittel, um Ordnung zu machen. Es ist eine herrliche Ordnung. Ja, was sichtbar zu machen, gell? Ja. Das ist der Servus, kleiner Muck, geh bitte hol mich wieder zurück zu dir. Rumpelstießchen, komm, spinn zu Wein das Wasser um in mir. So lang lass ich mir schon das Blaue vom Himmel im Kopf verbieren. So lang glaub ich schon, der Münchhausen kennt endlich sein Zopf verlieren. Und auf so manche Frage gibt's heute leider kein Antwort. Pinocchio, du musst sterben, bei Fuchs und Koder sind die Herren der Welt. Sie haben ein Brennholz braucht, auf deine Kinderknochen raucht das Geld. Die Schneekönigin hat der Pechmarin 31 Reiber gestohlen. Ohne fehlt noch. Die dem Kaiser sein Gewand und sein Land wird sie dafür der Teufel holen. Und zu mancher Antwort gibt's heute leider keine Frage. Ich lass mich vom Eisenhans verwandeln. Vom Sindbad mit seinem Vogelgreif verbandeln. An meine alten Märchen hin. Warum macht so eine Wirklichkeit keinen Sinn? Gar keinen Sinn. Geh Wolf, such deine Brüder und ich sing ganz neue Lieder von dir. Und ich geh über mein Bruck, ich will so lang schon wieder zurück zu mir. Ich säg mich so gern an meinem Ofen mit Kerzen und rotem Wein. Meine Geschichte soll doch leben und nicht voll von Dämonen und Toten sein. Und auf manche Antwort gibt's heute leider keine Frage. Die Alice hat ihr Wunderland verlassen. Haus durch unsere dunklen Gassen. Wo sind meine alten Märchen hin? Warum macht so eine Wirklichkeit keinen Sinn? Gar keinen Sinn. Ich hab heut drei Schmetterlinge gesehen. Ja. Ich hoffe, dass wir bei dir, Rasmus, jetzt Schmetterlinge auch im Bauch bekommen, wenn wir deinen Herzschlag hören, und zwar auf eine Art und Weise, wie man wahrscheinlich so noch nicht gehört hat, oder? Zumindest die deine Arbeit nicht kennen. Ja, wunderbar. Ja, ist toll, wie du das Hang spielst. Ganz schön. Gefällt mir ganz gut. Ich versuche das auch, aber mit Singen zusammen, das ist sehr schwer. Also, das ist toll. Ganz begeistert. Danke. Ja, also von meiner Arbeit ist ein bisschen anders. Es ist natürlich genauso Herzensmusik wie das, was wir gerade gehört haben. Ich habe mir einfach gedacht, ich möchte was entwickeln. Du hast vorhin gesagt Erfinder. Ich bin nicht der Erfinder. Der Erfinder, das ist sicher schon 40, 50 Jahre her, dass man versucht hat, Körperschwingung in Klang umzuwandeln. Mhm.
ich sehe mich eigentlich mehr als eine Hebamme, die das hier in die Welt bringt, weil ich arbeite mit ganz vielen tollen Menschen und Forschern zusammen. Das ist so mein Reichtum, dass ich einfach immer wieder ganz tolle Menschen treffe. Und von Maximilian-Universität in München über in Graz, hier verschiedene Universitäten, verschiedene Forscher, viel in Russland natürlich auch. Und ich versuche das einfach zusammenzubringen. Und da mein Background eigentlich auch die Musik ist, weil ich komme ja auch von einer Familie, die viel musiziert. Mein Vater ist jetzt in Pension, war Gitarrenprofessor. Und wir haben auch eigentlich immer sehr, sehr viel Musik im Haus gehabt. Und ich wollte einfach was entwickeln, wo eigentlich jeder sieht, dass er selber oder sie selber unendlich schön ist. Und das ist einfach der Herzschlag. Und das ist das Fantastische. Ich kann das den Herzschlag eines Menschen nehmen, auch wenn der jetzt sehr schwer krank ist. Wenn ich den in Klang umwandle, umrechne, können die unglaublich und schönsten Klangfolgen entstehen. Und ich kann ein sexy, junges Topmodel anschließen. Und wenn das im Kopf ist, kann es mich derart langweilen von den Klangfolgen, dass es gar nicht so, also es ist ganz was anderes. Das heißt, in dem Moment, wo du in Einklang gehst, Einklang, das sind wir schon wieder bei der Soul, bei diesem Schwingung, bei dieser Resonanz, dann entstehen eben diese unglaublich tollen Sachen. Und ja, das habe ich dann entwickelt über die Jahre und der Emoto hat das sehr gefördert. Wir haben das jetzt in 26 Ländern und haben das von, ja, von, gerade in der Nähe von München, vom Kinderwunschzentrum über alle möglichen medizinischen Bereiche bis zum Heilpraktiker und Menschen, die das einfach anwenden. Und ja, also zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Ich tue kurz meinen Bildschirm freigeben. Ich will kurz was dazu sagen, weil normalerweise ist es so, wenn jemand sagt, es nimmt jemand den Herzschlag ab, dann meint man ja, das kommt bomb. Bom, 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 nicht, wenn man halt einen Herzschlag sich vermutet, aber du nimmst diesen Herzschlag ab und jetzt hören wir ganz was anderes, oder? Ja, genau. Also es ist so, ich habe hier jetzt meinen Bildschirm freigegeben. Ich glaube, ihr seht das jetzt. Ja. Genau. Jetzt muss ich nur kurz durchscrollen, weil das ist einfach einer der vielen Vorträge. Ich scroll kurz durch. Nur, dass das Verständnis mal da ist, damit man überhaupt hört, was passiert. Also Herzratenvariabilität haben wir vorher gehabt. Das heißt, das Herz ist variabel im Herzschlag. Das kann man hier so schön in diesem Streudiagramm darstellen. Und jetzt ist es so, wenn das heißt, ich das weitermache. Jeder dieser Punkte auf diesem Diagramm ist ein Herzschlag. Jeder Punkt ist nicht ein Herzschlag, sondern ist das Verhältnis von zwei Herzschlägen. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf gehe und irgendeinen Punkt wähle, dann ist der eine Abstand war von mir aus 720 und der darauffolgende war von mir aus 840. Okay. Und dann entsteht ein Punkt. Und je variabler die aufeinander folgenden Herzschläge sind, desto größer die Wolke. Wenn du jetzt immer denselben Herzschlag hast, sagen wir 800 Millisekunden, 801 Millisekunden, dann hättest du hier einen Punkt. Dann kommt der nächste mit 803 Millisekunden, der vorher über 101 Millisekunden und hast den nächsten Punkt. Der nächste ist 804 Millisekunden, dann wäre die ganze Punktwolke total dicht. Wenn du aber sehr variabel bist, ein Herzschlag 700, der nächste 900, der nächste 1200, Kinder haben bis zu 600-700 Millisekunden Herzratenvariabilität. Die können einen riesen Unterschied haben von dem Herzschlag. Das heißt, dann ist die Punktwolke ganz, ganz groß. Und jetzt ist das ganz Interessante, jetzt schaue ich mal kurz, ob ich da das Bild finde. In dem Moment, wo du anfängst zu denken, zu fokussieren, wird der Herzschlag gleichmäßiger. Da engst du dich ein. Das heißt, das Hirn materialisiert, das bringt es zwar auf den Punkt, aber wenn du ständig nur im Kopf bist, trainiert man das Herz sozusagen in den Herzinfarkt. Das ist ja einer unserer Hauptkulturprobleme, dass wir Todesursache Nummer eins sind, der Herz-Kreislauf-Problem. Und jetzt ist es so, wie heißt das? Das ist die Herzratenvariabilität. Und in dem Moment, wo du anfängst aufzuhören, das deutsche Wort aufhören heißt ja beenden, heißt aber auch auf etwas hören. Das heißt, in dem Moment, wo du aufhörst, wirklich auf das jetzt hörst, was das dich umgibt, und das am schönsten natürlich mit der Musik, in dem Moment geht das Herz von selber wieder auf. Es wird variabel und schwingt mit dem Umfeld einfacher mit. Also das mal so. Zur technischen Umsetzung ist einfach so, wie gesagt, wenn du eine Stimmgabel anschlägst, schwingt die zweite mit, die dritte mit, die vierte, die fünfte. Das kann man ganz einfach auf einem Klavier probieren. Also für die, die jetzt so ein bisschen mit Musik zu tun haben, wenn du ich kann das hier zeigen, ich hoffe, ihr seht das, wenn man jetzt das C anschlägt, dann schwingt automatisch, dass man die anderen Cs überhaupt nur angeschlagen hat, schwingen die alle von selber mit. Das kann man probieren. Wenn man zu Hause ein Klavier hat, macht es den Deckel auf, drückt es aufs Pedal, damit die Saiten frei schwingen. Und ihr schlägt von mir jetzt das C fest an. Und dann könnt ihr mit dem Fingernagel über die Saiten gehen und werdet ihr sehen, dass jedes nächste C automatisch in eurem Finger rattert.
ohne das, das ist das ein Resonanzphänomen, weil das ist der erste Oberton und der schwingt am stärksten mit, der hat dieselbe Information. Also ich will jetzt da nicht zu viel erzählen, aber das ist so, wie es funktioniert. Und jetzt geht es so, um da mal runter zu scrollen, damit man das versteht. Das heißt, ich nehme, schlag hier das C an von mir aus und jedes weitere C schwingt von selber mit, eigentlich bis in die Unendlichkeit. Jetzt kann ich daher gehen und sagen, schau, dein menschliches Herz, das schwingt im autonomen Nervensystem zwischen 0 und 0,4 Hertz. Das ist einfach Sympathikus, Parasympathikus. Für die, die ein bisschen in dem Bereich schon geforscht haben, ist das natürlich ein ganz tolles Forschungsgebiet. Und das ist sozusagen, das kann man sagen, ist jetzt wie diese Taste C. Und wenn ich die jetzt anschlage, ja, also man schlägt den Ton an und jede weitere Stimmgabel schwingt von selber mit, so wie die Saiten am Klavier. Und jetzt sehe ich das menschliche Herz. Ich habe hier Elektroden am Körper, das kann ich nachher nochmal zeigen. Das heißt, ich messe sozusagen, nehme die Stromspannung ab, nehme die Schwingung ab. Und jetzt ist das der Schwingungsbereich, das ist so wie die Stimmgabel, das ist das menschliche Herz. Das ist der Bereich, den wir hören, wie zum Beispiel die Gitarre oder die Hang. Und das ist der Bereich, den wir sehen, also die Terahertz. Das sind einfach Trillionen Hertz. Und jetzt müsste man sich vorstellen, das Herz ist wie eine Stimmgabel. Das schickt ja eine Schwingung raus. Und die andere Stimmgabel, auch wenn sie viele Oktaven höher ist, sagt, hallo, ich bin ja genau dasselbe. Ich bin nur viele Oktaven höher. Ich erkläre es immer so mit dem Buchstaben A. Wenn ihr den Buchstaben A ganz groß an die Wand malt und den klein in eurem Heft lest, in eurem Buch, dann lest ihr nicht mehr A, nur weil es groß an der Wand steht. Die Information ist dieselbe, oder? Ganz einfach. Das heißt, ich nehme jetzt die Schwingung vom Herzen ab. Das A, jetzt spiele ich von mir zufällig das A an, und wenn ich das weiter hoch oktaviere, immer weiter verdopple die Schwingung, bin ich irgendwo bei Trillionen Hertz, und wenn ich das durch die Lichtgeschwindigkeit dividiere, dann habe ich die Wellenlänge. Das ist einfach Mathematik. Das heißt, mein Herz kann sozusagen Klänge bestimmen und Farbe. Und das deutsche Wort Klangfarbe heißt ja, das ist ja eigentlich Bruder und Schwester, die sind ja zusammen miteinander verwandt, der Klang und die Farbe. Und so funktioniert das. Und jetzt schaue ich, ob das funktioniert. Einen Moment, jetzt mache ich hier kurz zu. Jetzt hören wir okay, jetzt seht ihr vielleicht wieder mich. Genau, jetzt gebe ich den nächsten Bildschirm frei. Einen Moment, muss ich kurz hierher gehen. Das heißt, okay, das heißt, ich habe hier, das ist einfach eine Software, die wurde geschrieben. Ich bin selber, ich kann es nochmal ganz kurz, da kann ich auch nachher zeigen. Auf jeden Fall, ich habe Elektroden am Körper, das wird abgeleitet. Ich gehe jetzt hier hinein, schreibe einfach meinen Namen rein, suche mir die Klänge, fangen von mir aus mit den Harfen, fangen wir meistens an, aber ich kann alles spielen. Wir haben auch die Hang schon drin, aber ich habe sie heute nicht vorbereitet. Hätte ich das gewusst, hätte ich mit meinem Herzen Hang spielen können. Aber jetzt spiele ich mal die Harfe. Okay. Und wie auch immer, das heißt, ich wähle jetzt die Harfe aus, drücke hier Start. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, jetzt schauen wir mal ganz kurz hier. Hier seht ihr schon unten meine Herzschläge. Hier, jetzt bin ich gerade sehr im Kopf, weil ich euch was erklären muss. Das heißt, es ist ziemlich zu. Und je mehr ich in den Kopf gehe, desto mehr geht das Herz zu. Mhm. In dem Moment, wo ich anfange aufzuhören, hinzugeben, da geht das Herz von selber auf. Okay? Und jetzt kann ich eben hier, mein Puls ist auch ein bisschen hoch, weil ich jetzt gerade so viel auf einmal mache. Gut. Und das heißt, ich gehe jetzt hierher und kann jetzt mein Herz Harfen spielen lassen. Natürlich, dass das Herz immer größer wird. Und wir haben das, ich mache das wieder mal leiser. Die Harfen sind ganz einfach. Und manche Menschen sagen, oh, das ist ja langweilig, ich schlafe ein. Dann sage ich, Friede und Entspannung und Heilung ist langweilig, weil da musst du total in der Ruhe sein. Der Intellekt will ja immer Unterhaltung. Das deutsche Wort Unterhaltung hat der Peter Ferreira schon vor vielen Jahren gesagt. Kennt man vielleicht von Wasser und Salz, Himalaya-Salz. Der hat gesagt, Unterhaltung ist untenhalten. Der Intellekt will immer unterhalten werden. Und in dem Moment, wo du loslässt, gehst du eben in Resonanz und gehst in die Heilung.
und spielen. Hier kann man dann natürlich noch live sehen, Sympathikus, Parasympathikus, Stresslevel, die ganzen medizinischen Sachen, das ist jetzt nicht so wichtig. Machen wir kurz hier Stopp. Aber das Schöne ist, du kannst alles spielen. Also ich kann Geige spielen und ich kann hier, ich habe jetzt gerade letzte Wochenende eine wunderschöne Aufnahme gemacht bei mir selber mit Buckelwalgesang, hier zum Beispiel der Trommel. Das spielt mein Herz diese Trommel an. Moment, ich gehe hier zurück. So. Ich kann Regen anspielen, alle Klänge, das ist unbegrenzt. Das ist hier Wahlgesang. Und wenn ich sehe, dass das Herz aufgeht, dann sehe ich wissenschaftlich, und da pinkelt mir keiner ans Bein, weil es gibt inzwischen 23.000 Studien, die sagen, je besser deine Herzratenvariabilität, desto besser für dich. Außer ein Mediziner weiß nicht, von was er spricht. Aber das Problem ist, dass die meisten, die Medizin studieren, keine Ahnung von der Herzratenvariabilität haben. Mir hat letztes Mal ein Arzt gesagt, er hat nach 7 Jahren Studium, hatte er eine einzige Stunde, die sich mit Gesundheit beschäftigt hat. Und alle anderen haben sich mit Krankheit beschäftigt. Und ich versuche in meiner Arbeit, ich finde Medizinstudium das Schönste, was es gibt, und würde es am liebsten selber jetzt machen. Aber für mich ist eben wichtig, ich möchte die Lebendigkeit und die Schönheit des Menschen aufzeigen. Und egal, in welch, solange dein Herz schlägt, kann man unglaublich viel machen. Wir hatten ein Mädchen, das ist im Wachkoma aufgewacht. Ich kann 2 Menschen anschließen, dich mit deiner Frau, mit deinem Kind, mit deiner Nachbarin oder mit deinem Hund, und nehme von beiden die Herzschwingung, und die 2 Herzen fangen an, sich zu hören. Du hörst es natürlich über das Ohr, aber du hörst den anderen Menschen und du fängst an, mit dem Menschen zu schwingen. Und das ist so was unglaublich Schönes. Und von dem Ansatz kann man natürlich hier Herzharmonik, das heißt, ich schließe hier Frau und Mann. Ich habe Therapeuten, die machen nur Paartherapie damit zum Beispiel. Oder wir hatten eine Klinik, da hat man Frauen angeschlossen während der Geburt, wenn der Muttermund 4 Zentimeter offen war, hat man eine Studie gemacht, 1,5 Jahre lang, und 1/3 der Frauen ist in der Öffnungsphase, die ja sehr schmerzvoll ist, falls ihr schon mal bei der Geburt dabei wart, ich habe 4 Kinderlein und durfte das erleben, das sind 1/3 der Frauen eingeschlafen und der Schmerzwert ist bis zu 70% runtergegangen. Und ich sage aber nicht, dass wir jetzt irgendwelche unglaubliche Heilung machen, weil ich sage immer, ich habe von Heilung keine Ahnung. Ich sage, dein Körper hat eine Intelligenz, die wir alle gar nicht annähernd begreifen können. Und die möchte ich in Klang und Licht umwandeln. Ich kann noch kurz mal was zeigen. Ich zum Beispiel, bei Geige, glaube ich, ist mein Puls jetzt ein bisschen zu schnell. Aber was zum Beispiel schön ist, machen wir mal ein bisschen was Japanisches, wenn wir gerade einen Emoto hatten. Passt auch schön zur, wenn wir so ein bisschen ethnische Klänge haben. Hier haben wir wieder diese Taiko-Trommel, die verwende ich einfach oft. Ich kann die Nachtigall anspielen. Und vielleicht hier kurz zum Hintergrund, damit ihr das seht, dass ich da nicht das gestern Abend programmiert habe. Ihr seht hier, wie mein Herz spielt. Mein Herz drückt die Tasten. Und ich kann nicht sagen zu meinem Herz, hallo, jetzt drückt nochmal das G. Hey, wo ist das G? Wieso bist du jetzt schon wieder auf dem E? Und jetzt bist du beim H und jetzt bist du beim C. Vor allem, wenn das Herz bestimmt das selber. Ja, also das Herz hat seine eigene Intelligenz. Und man sagt ja auf Deutsch, hör auf dein Herz und so weiter. Und das heißt, du kannst, der Therapeut wird wie zum Dirigent des Herzens. Und das Herz, der Musiker ist der Patient, wenn man so möchte. Ja, Rasmus, das ist ja eine hochspannende Geschichte, dass wir auch mit unserer eigenen Körperintelligenz hier arbeiten können, und die weiß genau, was sie zu tun hat. Und du hast ja so schöne, sage ich mal, Beispiele auf deiner Webseite auch, die werden wir zum Schluss noch auch zeigen und einblenden dann, dass man ja sieht, was ich, wenn eine Mutter beim Stillen zum Beispiel miteinander angeschlossen sind, was das für ein Orchester gibt. Das ist unglaublich. Vielleicht kannst du da ein oder anderes Beispiel noch mal raussuchen, weil ich würde gerne jetzt noch mal zum Alfons schwenken. Alfons, wenn du sowas siehst, ich weiß nicht, hast du das schon gekannt? Was sagst du dazu? Das ist genau das, was man eigentlich keine gewusst hat, dass das ist, oder? Dass das Herz mehr weiß als wie unser Verstand. Definitiv, ja. Also, einige Lieder schon geschrieben, wo eben auch so, wie der Rasmus gesagt hat, hör auf dein Herz, weil das ja letztlich das ist, was wir werden geboren
Also beziehungsweise das glaube ich, das Erste, was funktioniert, ist ja unser Herzschlag, wenn wir entstehen oder sowas. So stelle ich mir vor. Und mit all diesen Herzschlägen, die wir durchs ganze Leben gehen oder sowas, nehmen wir ja alles mit, was wir erlebt haben. Und das zeigt sich halt dann auch wieder im Menschen, in dem, wie der Mensch wirkt, in dem, was der Mensch ist und auch in der Musik, die der Mensch macht. Also mich interessiert das schon ewig lang, dieses Berühren wollen. Auch über die Musik berühren wollen, das Herz von den Menschen. Ja, der Alfons macht ja auch noch mit der Mazatram. Du hast ja auch Leute unter dieser Trommel, die du bespielst oder die du über Schwingungen dann behandelst oder sich behandeln lassen. Im Grunde genommen ist es ja eben auch dieses Wort heilen ist ja schon gekommen oder sowas. Ich glaube, dass das alles nur ein schöner Anstoß ist, den Menschen wieder zu sich zu bringen, dass er sich selber wieder erfährt und auch vielleicht wieder ein bisschen näher zu seinen Kräften kommt, weil die Heilkraft in uns ist unbändig. Also das, es gibt nichts. Und wenn ich das so höre, dass in der Medizin im Studium so viel Zeit verwendet wird mit Krankheit und nicht mit Gesundheit oder so, das ist spooky ein bisschen, aber das ist wirklich so, da müssen wir jetzt einspringen für die Gesundheit. Genau, ja. Ja. Ist ja praktisch unser indigener Obertongesang, den wir schon immer haben. Gerade dieses Kehlkopf-Überschlagsfanatismus, diese Kommunikation auf einer ganz anderen Frequenzebene. Alfons, du hast ja, glaube ich, nur ein Lied geschrieben, wenn ich das weiß, heißt nur zu Gast, habe ich das richtig rausgesagt? Ja, genau, nur zu Gast auf dieser Welt halt. Genau. Ja. Und das würden wir gerne hören, wenn wir wieder was von der Theorie ins Herz bringen. Ins Herz bringen, ja. Genau. Das Leben bietet uns alles so, Gutes oder Schlechtes. Wenn man die Wahl hat, nimmt man doch sicherlich nur das Beste. Doch manchmal kommst nicht aus, da wird's einfach gehen. Dann stellt man sich die Frage nur, wo steuert unser Leben? Dieser runde Lebensboy, sie dreht sich unentwegt. Und jeder meint auf seine Weise, dass er die Welt bewegt. Die Erden dreht sich ohne uns, genauso schneider ich. Bin nur zu Gast für kurze Zeit, dann muss ich wieder gehen. So hinterlass mir alle Spuren, die sie weiterziehen. Und unsere Kinder reich belohnt, die Wege weiterführen. Drum sollt man in die Zukunft schauen, die Macht, die haben bloß wir. Dass unsere Enkelkinder den Erdenzauber spüren. Die Wahl ist ein Wunderlebensboy, sie dreht sich unentwegt. Und jeder meint auf seine Weise, dass er
der die Welt bewegt. Die Erden dreht sich ohne uns, genauso schneider hier. Bin nur zu Gast für kurze Zeit, dann muss ich wieder gehen. Bin nur zu Gast für kurze Zeit, dann muss ich wieder gehen. Ja, aber du darfst mir noch ein bisschen da bleiben. Ja. Und Rasmus, du hast ja bestimmt ein paar Sachen vorbereitet, von deinen Aufzeichnungen her, zum Beispiel Mutter, Kind oder ich weiß nicht, wo wir uns noch mal ein bisschen ein paar Klänge anhören können, wie das Herz, sag ich jetzt mal, hier auf uns einwirkt. Okay, eine Sekunde. Ganz kurz schauen. Und dann wird dann der Manfred auch noch mal ein Lied spielen. Du hast ja auch was vorbereitet, glaube ich, gell? Eine neue Welt. Also das ist jetzt ein Stück, das spiele ich eigentlich am liebsten. Okay. Das ist eine Mutter mit dem Kind und da habe ich auch ein Wasserkristall noch dazu gemacht. Jetzt muss ich kurz den Bildschirm wieder freigeben, damit das funktioniert. Einen Moment, das ist hier. Und so, jetzt müsstet ihr das sehen. Genau. Also das ist die Mutter mit dem Kind. Beide sind mit Elektroden angeschlossen. Das einfach auf dem Oberkörper von beiden Menschen sind einfach diese Elektroden und können eben diese Ableitungen machen. Die Mutter spielt die Bratsche oder die Viola und die Kleine spielt die Geige. Das wurde während dem Stillen aufgenommen. Und wie gesagt, das ist nicht irgendwie komponiert. Und es gibt auch nicht den Gleichklang, weil wir glauben immer, gleich gibt es im Universum nicht, sondern es gibt diesen Mitnahmeeffekt. Wissenschaftlich nennt man das Entrainment. Das heißt, der eine reagiert auf den anderen. Das ist so wie beim Tanzen. Das Schlimmste ist der Gleichschritt. Das ist ja, wird ja schön missbraucht. Aber das Schöne ist eben, wenn wir zusammen tanzen oder reagieren, wir tanzen ja nicht genau gleich, aber wir reagieren aufeinander. Und das ist eben dann diese Kohärenz, die entsteht. Und das kann man hier ganz schön bei dieser Mutter und dem Kind hören. Und zu den Wasserkristallen von Emoto. Das Tolle ist eben, dass ich bisher immer, also wirklich ausnahmslos, die älteste Frau war 103 Jahre alt und das jüngste Baby war gerade auf der Welt, konnte ich immer schöne Wasserkristalle machen mit dieser Herzschwingung. Also dann spiele ich euch das mal vor. Schauen wir, ob es funktioniert. Moment, ich muss kurz das hier runterziehen. So. Ja, und ich glaube, man kann glaube ich, schon sehr schön hören, dass die eben zusammen spielen und dass die reagieren drauf. Und ja, wie vorhin habe ich das kurz gezeigt, das war hier in der Klinik in Rom. Wunderschön, was das für Ergebnisse gegeben hat. Jetzt muss ich gerade schauen, ob ich hier noch Klangbeispiele habe. Ah nein, das ist ein anderes Beispiel. Ja, da müsste ich auf meine Webseite ganz kurz gehen. Aber auf der Webseite sieht man viele Beispiele. Ich weiß nicht, ob ihr das alles hören möchtet, aber vielleicht ist das ein guter Anreiz, dann könnt ihr das mal hören. Und da habe ich, ja, zum Teil ist das, klingt das wie Filmmusik, ganz dramatisch. Und manchmal ist es auch disharmonisch. Wenn ich zwei Menschen zusammenschließe und beide im Kopf sind, dann kann man sich das kaum anhören. Und dann muss man erst sagen, okay, der eine soll mal erst sich finden und die andere vielleicht auch. Und dann ist es wie beim Tanzen. Dann muss vielleicht die eine oder der andere mal ein bisschen führen. Und dann plötzlich fängt das Ganze an, sich ja aufeinander zu reagieren. Ja. Also das ist unglaublich. Manchmal ist es sehr harte Arbeit, weil man sehr bewegt wird. Also es ist oft, da denkt man sich, hui, da gehen natürlich Schleusen auf.
Aber ja, das ist natürlich auch schön. Ja, ich sehe das auch in der Sendung. Wir bräuchten nächstes Mal viel mehr, sag ich mal, ja, Schneidstierchen. Jeden rinnt da das Wasser runter, ne? Otto, ja. Ja, ja. Klar, aber diese Emotionen, wir sind ja auch hier da oben, nicht im Verstand, sage ich mal, permanent, so, wir wollen ja Emotionen, wir wollen ja hier diese Gefühle haben, wir wollen ja hier nicht permanent in der Wut sein oder irgendwas, sondern wir wollen ja das fließen lassen, oder? Musik ist ja etwas da, was etwas fließen lässt, wenn ich den Kopf ausschalten kann, Klänge für die Seele. Manfred, du auch als ja, Musiker, als ja, jemand, der immer ins Herz auch reingeht und ja, auch im Leben rauf und runter und alle diese Dinge mitmacht, aber dein Herz hängt ja auch an der Musik. Und du hast uns ja bestimmt auch zu diesem Thema für eine ja, neue Welt, für dieses neue Gefühl, für diese ja, Klänge für die Seele auch was mitgebracht, oder? Ja, ganz passend dazu wäre ein schönes Lied, das ich da gefunden habe, Beweg dein Herz zum Hirn. Und schickt beide auf die Reise. Okay. So. Die andere Sprache, der andere Stil. Die andere Meinung, das andere Gefühl, die endlose Wüste, das ewige Eis, das Streben nach mehr um jeden Preis. Alles hat mindestens zwei Seiten, auf einen Erfolg folgen oft 100 Pleiten. Du machst auf cool und suchst nach Wärme. Du bist nah dran, doch du schaust in die Ferne. Beweg dein Herz zum Hirn. Schick beide auf die Reise. Tanz, 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 aber dreh dich nicht im Kreise. Aufgaben lösen oder nicht, keine Frage der Cleverness. Eher der Sicht, hält die Welt dich gefangen oder gibt sie dir Halt? Interessiert dich dein Nachbar oder lässt er dich kalt? Wie das meiste, was dir täglich am Bildschirm erscheint. Und du reagierst nur, weil irgendwer meint, dass man dieses oder jenes jetzt gut finden muss. Und du es dir reinziehst bis zum Schluss und dann sitzt du völlig gelähmt wie ein Tiger im Zirkus, endgültig gezähmt. Beweg dein Herz zum Hirn, schick beide auf die Reise. Tanz, 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 aber dreh dich nicht im Kreise. Erzähl was von dir, was dich wirklich berührt und dem, der dir zuhört, nicht die Kehle zuschnürt. Denn wenn um dich herum alles erstickt, bekommst du selbst auch bald keine Luft mehr. Die Angst vor der Blöße, die Angst vor dem Tod reicht für ein Leben als verklemmter Idiot. Beweg dein Herz zum Hirn, schick beide auf die Reise. Tanz, 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 aber dreh dich nicht im Kreise. Beweg dein Herz zum Hirn, schick beide auf die Reise. Tanz, 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 aber dreh dich nicht im Kreise, dreh dich nicht im Kreise. Ja, das haben wir heute gemacht in der Sendung.
eher unser Hirn zum Herz bewegt. Mit Sicherheit auch ein guter Platz. Wir haben gesehen, dass wichtig ist der Sound fürs Herz, die Klänge für die Seele. Und wir könnten da nur stundenlang weiter musizieren und spielen. Bis uns Wasser ausgeht. Aber meine 75% sind schon ziemlich runter. Ja. Und wir sind aber leider schon wieder am Ende dieser Sendung angekommen und bedanke mich sehr herzlich bei euch, dass ihr uns da hier so weit, sage ich mal, berührt habt. Und ich bedanke mich auch bei euch, liebe Zuseher, dass ihr wieder dabei wart bei Wurzelheimat. Und ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn wir dieses Unbekannte erkunden. Herzlichen Dank. Ich geh in Gedanken auf der Straße entlang. Frag mich, warum sind so viele Menschen heut krank? Kann man einmal sein so gesund, wie es gehört? Kann das sein, dass keiner in sich eine hört?